Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin wieder in Edinburgh. Ich bin zurückgezogen, beziehungsweise umgezogen, denn ich wohne jetzt mit zwei Freunden in einer WG. Und nächste Woche fängt auch schon mein Semester an. Und ich dachte mir, ich filme ein kleines Video, in dem ich euch ein bisschen mitnehme dabei, wie ich halt auspacke, mein Zimmer einrichte, dekoriere und so weiter. Dieses Video wird wahrscheinlich aus vier Teilen bestehen. Und zwar einmal eine Zimmertour von meinem leeren Zimmer, bevor ich irgendwas eingerichtet habe. Dann das Einrichten und Aufbauen. Ich war gestern schon bei IKEA, habe einen Großeinkauf gestartet und muss das alles erstmal zusammenbauen, die ganzen Möbel, die ich gekauft habe. Der dritte Teil wird dann das Dekorieren sein. Darauf freue ich mich schon besonders. Das ganze Zimmer erstmal ein bisschen schön dekorieren und so einrichten, dass ich mich hier auch zu Hause fühle. Und als letztes werde ich dann natürlich eine ausführliche Zimmertour von dem endgültigen Ergebnis machen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Video. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf, euch mitnehmen zu können. Dann bin ich nicht ganz alleine. Und genau, wir fangen jetzt einfach mal an mit der leeren Zimmertour. Also so, wie mein Zimmer aussah, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und ja, viel Spaß! So. Hier seht ihr, wie mein Zimmer in etwa aussah, als ich gestern angekommen bin. Also ignoriert bitte einfach meine Koffer und diese Umzugskartons, die da hinten stehen. Und ich habe auch schon eine Pflanze ans Fenster gestellt. Unsere Wohnung ist schon möbliert. Also ihr seht, ich habe schon ein Bett und diese riesige Schrankwand mit drei Schränken und so einen kleinen Schreibtisch mit Stuhl und ein Bücherregal. Und mein Zimmer hat als einziges Zimmer auch so ein Hinterzimmer, wie ihr hier seht. Und ich habe mir gedacht, dass ich aus diesem Zimmer wahrscheinlich ein Arbeitszimmer, so eine Art Study Room mache. Also ich habe bei IKEA zum Beispiel noch einen größeren Schreibtisch gekauft. Den anderen Schreibtisch nehme ich wahrscheinlich als Schminktisch. Und ich habe auch noch ein Regal gekauft. Das werde ich hier in diesen Eingang stellen. Das ist so ein Stauraum, so ein Abstellraum. Und es gibt halt keine Tür. Das heißt, ich kann mit dem Bücherregal dann den Stauraum so ein bisschen verstecken. Und ja, mal schauen, wie das dann aussieht, wenn ich das eingerichtet habe. Fertig mit diesem Regal, aber es nervt mich so sehr. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber bei der einen Tür, wenn ich es aufmache, dann ist es irgendwie so locker. Ich glaube, ich habe hier, das habe ich irgendwie, glaube ich, nicht so richtig gut gemacht. Ich bin so schlecht in sowas und Spaß. Ich hasse es, Sachen zusammenzubauen von IKEA. Das heißt, diese Tür ist irgendwie ein bisschen wackelig, aber zumindest geht sie einigermaßen zu. Und dann diese Tür ist eigentlich total stabil, aber wie ihr seht, geht sie irgendwie nicht ganz zu. Ich verstehe einfach nicht, es muss irgendwas mit dem Scharnier zu tun haben, aber eigentlich ist das Scharnier schon richtig so. Also, ach Mann. Nervt auf jeden Fall ein bisschen, aber naja, es fällt jetzt nicht so auf von vorne und ich werde einfach da unten jetzt nicht sowas reintun, was ich jeden Tag brauche. Und ja, das ist mein Regal. Okay, eine von meinen Mitbewohnern hat mir jetzt gerade geholfen, den Rest noch zusammenzubauen. Und hier hätten wir das, naja, halbfertige Arbeitszimmer. Hier habe ich irgendwie so ein bisschen so
Dead Space. Also ich weiß nicht, was ich da hin tun soll. Ich meine, man kann da immer irgendwelche klobigen Sachen hinstellen, weil ich schätze mal, also es ist irgendwie doof, da irgendwas hinzustellen, was man die ganze Zeit braucht, weil das halt irgendwie so ein bisschen, ja, zwischen den zwei Möbelstücken ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ansonsten ist das soweit eigentlich fertig zum Einräumen und das ist auch genau das, was ich jetzt noch machen werde. Yay! Oh Mann, das ist halt jetzt ein bisschen nervig, ich muss ein bisschen umdisponieren. Ich habe die jetzt hierhin getan, dieses Bücherregal im normalen Zimmer, also nicht in meinem Arbeitszimmer. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil die passen halt natürlich viel besser in mein Arbeitszimmer, weil das sind halt meine Ordner vom letzten Jahr. Aber naja, muss man halt kreativ werden, ne? Lieblingsfahrt und zwar das Dekorieren. Heute sind schon zwei Sachen angekommen, die ich bestellt habe, und zwar für meinen Schminktisch. Einmal ist das ein Tischspiegel, bin gespannt, wie der aussieht, und das andere ist ein Schmuckständer. Und ich werde es jetzt auspacken, wenn ich sie kriege. Und mal schauen, wie es aussieht. So viel größer als ich dachte, oh mein Gott. Hi Leute, ist jetzt wieder ein paar Tage später, aber heute ist mein Spiegel angekommen, den ich bestellt hatte von Ikea, weil den gab es nicht, als ich dort war leider. Und ich wollte einfach so ein bisschen an den Rändern Lichterketten befestigen und das so ein bisschen schmücken, weil der jetzt gerade noch sehr, ja, langweilig aussieht, würde ich sagen. Und ich dachte, ich filme dabei. Es ist mal wieder ein anderer Tag. Ich schwöre, dieses Video ist in so viele kleine Teile aufgeteilt. Aber gestern sind ein paar Poster angekommen. Und zwar habe ich gedacht, ich will mein Zimmer noch so ein bisschen, ja, weiter dekorieren, sag ich mal. Und ich dachte, Poster sind eigentlich eine ganz gute Lösung so, weil sie schön aussehen und dann hat man nicht alles so vollgekleistert mit Fotos. Also klar, ich werde auf jeden Fall auch noch Fotos aufhängen, aber es ist irgendwie so ein bisschen abwechslungsreicher. Sieht ziemlich leer aus, aber ich glaube, ich habe es hinbekommen, dass ich es einigermaßen gerade hingehängt habe, oder? Was sagt ihr? Das sieht irgendwie ganz schön verloren aus. Oh Mann. Aber naja, ich mag das Poster. Okay, das ist das andere Poster, was ich jetzt aufgehängt habe. Meine Mitwohnerin musste mir helfen, weil sie größer ist als ich. Ja, ich war ein bisschen zu klein, aber das sieht sehr cool aus, finde ich. Und ich mag irgendwie diese so orange, blau und dann hier auch so blau, orange Thema, sage ich mal. Jetzt muss ich nur noch auf die anderen warten und dann ist mein Zimmer fast fertig. Yay! Herzlich willkommen zur finalen Roomtour. Yay! Ich führe euch jetzt einmal durch mein ganzes Zimmer. Das jetzt soweit, glaube ich, fertig dekoriert ist. Das Einzige, was vielleicht noch fehlt, sind Fotos, die ich an manchen Stellen noch aufhängen möchte. Aber ja, fangen wir an mit meiner Nachttisch-Bett-Partie. Das ist mein Nachttisch. Normalerweise liegt da natürlich noch ein bisschen mehr drauf, ein Buch und wenn ich schlafe natürlich auch mein Handy, meine Brille und so weiter. Und dann mein Bett und über mein Bett habe ich jetzt diese zwei Poster aufgehängt, die zusammengehören. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie total schön und es sieht irgendwie sehr ästhetisch aus hier über meinem Bett. Und dann kommen wir zu meiner riesigen Schrankwand, die wirklich, ja, sehr viel Platz in meinem Zimmer aufnimmt. Da habe ich auch
zwei kleine Poster aufgehängt. Das sieht momentan, finde ich, noch so ein bisschen leer aus. Aber ich dachte mir, dass ich zwischen die Poster an die anderen Wände oder Türen vielleicht so Fotos oder Fotokollagen und so weiter noch aufhängen. Vielleicht mit Washi-Tape. Das sieht immer ganz schön aus, finde ich. Momentan hängen hier jetzt nur diese zwei Poster. Aber ich finde, die passen farblich irgendwie so gut, weil die Schränke haben halt so einen Orangeton, wenn ihr das seht. Und Blau und Orange sind ja Komplementärfarben. Das heißt, ich habe jetzt extra so blaue Poster, sage ich mal, aufgehängt. Und ja, von diesen vier Schränken benutze ich tatsächlich nur zwei. Einmal diesen hier. Da sind meine ganzen Jacken, Mäntel und Schuhe drin. Und mein Koffer. Und dann noch diesen hier. Und da ist quasi alles andere drin. Also meine Pullis, Hosen, T-Shirts, Unterwäsche und so weiter. Und ja, die anderen zwei Schränke sind tatsächlich leer, ob ihr es glaubt oder nicht. Selbst ich habe nicht genug Sachen und Klamotten, um diese Schränke zu füllen. Wer hätte es gedacht? Normalerweise habe ich immer Platzmangel, vor allem in Schränken. Und ja, diesmal nicht. Das wäre auch ein bisschen sehr, ja, peinlich, sage ich mal, wenn meine Sachen nicht in diese vier Schränke passen würden. So, kommen wir jetzt zu, was ich die Lichterecke getauft habe. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum. Aber hier mein Spiegel mit einer Lichterkette. Habt ihr auch gesehen, wie ich das ja aufgebaut habe. Und dann hier habe ich einmal, das ist eigentlich total cool, das ist so eine Lichterkette in einer Flasche. Leider ist sie bunt. Ich fände es schöner, wenn sie nicht bunt ist. Aber naja. Und dann hier auch noch eine kleine Lichterkette und eine Pflanze. Und dann hier sind meine ganzen Bücher und Filme. Das sind meine Uni-Sachen von letzten Jahr. Noch eine Pflanze und noch eine Pflanze. Man kann nicht genug Pflanzen haben. Und dann habe ich hier meine Bade- und Duschsachen. Einfach weil unser Badezimmer relativ klein ist. Das heißt, wir können nicht alle unsere Duschsachen dort verstauen. Deshalb nehme ich die quasi, also ich nehme dann quasi einfach immer diese Box mit, wenn ich duschen gehe. Und das geht, klappt eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier noch ein Poster. Ist auch sehr schön. Und hier mein Schminktisch. Und zwar hier haben wir einen Schmuckständer für meine ganzen Ketten, meine Handcremes und dann diesen wunderschönen Schminkspiegel. Und hier unten auch noch ein bisschen Schmuck, meine Ohrringe und Ringe. Aber ich finde diesen Spiegel einfach so cool. Ich weiß nicht, es macht echt Spaß, sie hier zu schminken. Und dann hier natürlich meine Schminksachen, was auch sonst. Und daneben noch eine Pflanze. Das ist richtig cool. Das ist ein Makramee. Das hat die Mutter von einer Freundin mir geschenkt. Richtig lieb. Die Pflanze sieht irgendwie richtig schön aus. Die Pflanze ist natürlich von Ikea. Aber die passt irgendwie total gut da rein, finde ich. Und das ist tatsächlich der einzige Haken im ganzen Zimmer, den ich gefunden habe, wo man sowas aufhängen könnte. Aber es sieht eigentlich süß aus. Und dann kommen wir hier in mein Study Room. Das ist so ein kleines Hinterzimmer, sage ich mal. Und ich dachte mir, das macht Sinn, dass ich das vielleicht einfach als mein Arbeitszimmer verwende. Hier haben wir natürlich noch eine Pflanze. Diese Wäscheleine, ihr müsst euch vorstellen, dass ich da auch noch Fotos dranhängen werde. Ich glaube, das sieht ganz süß aus. Den bunten Wäscheklammern und dann haben wir hier halt meinen Schreibtisch. Ja, Laptop, Bullet Journal, Mäppchen, halt die Essentials. Und dann hier meine ganzen Uni-Bücher, Ordner und so weiter. Und dahinter ist ein Stauraum, deshalb habe ich das Regal eigentlich auch aufgestellt. Ich bräuchte es wahrscheinlich vom Platz her gar nicht, weil ich habe viel zu viel Platz, aber ich wollte halt nicht, dass, also da gab es halt keine Tür und ich wollte halt nicht, dass ich dann direkt in den Stauraum schauen kann. Das ist quasi ein bisschen so eine Abgrenzung. Und dann hier natürlich die ganzen, meine ganzen Schreibwaren und ja, andere Unterlagen drin. Und ja, das war's eigentlich. Sieht noch ein bisschen leer aus, aber wie gesagt, hier werde ich natürlich auch noch Fotos dranhängen. Und dann haben wir hier noch ein Poster. Ich habe so viele Poster gekauft. Ich habe diese Website entdeckt, die heißt Desenio oder Desenio. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber die hat so schöne Poster. Da habe ich direkt irgendwie 6 bestellt, aber naja. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist mein ganzes Zimmer. Es sieht, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen leer aus. Ich meine, ihr müsst auch zugeben, die Wände sind echt hoch und echt groß und es ist echt schwer, die komplett zu füllen. Eigentlich darf man auch gar nichts aufhängen, aber ich dachte mir, nee, das sieht mir irgendwie viel zu karg und leer aus, wenn ich da nichts an die Wände hänge. Aber ja, ihr müsst euch eben vorstellen, dass ich natürlich noch hier und da ein paar Fotos aufhängen oder aufstellen werde. Und genau, das war es eigentlich. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen hoch geben. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Müsst ihr natürlich nicht, aber es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.